Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Festival Tycoon. Wir machen weiter mit unserem Tigerfest und haben im letzten Part, ja, über eine halbe Stunde lang versucht, das Ganze hier aufzubauen. Es sieht durcheinander aus, ich weiß. Es wird auch ein totales Durcheinander werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, wie das läuft. Ich gucke gerade nur noch mal, wir haben hier Sanitäter, Sicherheit. Müll haben wir ja auch für gesorgt. Ja, das Müllsammelstelle. Genau, ja. Also ich denke, das Wichtigste haben wir alles und dann können wir einfach mal das Festival starten, bestätigen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ein bisschen Angst habe ich, ja. Aber wir gucken einfach mal. Gut, da kommen die Leute schon mal her. Das ist ja schon mal etwas. So, die verteile ich hier überall ein bisschen. Ich hoffe, die haben jetzt auch Tickets gekauft, bevor die hier irgendwo hingehen. Nicht, dass die jetzt einfach sagen, ach, vom Bus kann ich ja direkt zum Zeltplatz. Ich kaufe kein Ticket. Weiß man ja nicht. So. Die Müllputzkräfte sind schon mal verteilt. Sanitäter verteile ich auch mal überall so ein bisschen. Die Bands kommen an. Ah, wo seid ihr denn hier? Gut, dann muss ich euch zuerst begrüßen, sonst seid ihr ja wieder angenervt. Zack, zack. Hallo, hallo, hallo. Und ich glaube tatsächlich, mit diesem kleinen Eingang läuft es besser. Also beim letzten Mal standen die hier ja zwei Schlangen davor und nichts ging. Aber jetzt verteilen sich die Leute hier. Hier sind Zelte, da läuft der Bierverkauf. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also besser als letztes Mal. Von dem her würde ich das auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder so ähnlich beibehalten und diesen Eingang nicht direkt am Bus platzieren, weil das sah sonst komisch aus. Und was auch komisch aussieht, ist, dass unser Zeltplatz hier auf die Bühnen-Zuschauerplätze geht. Das ist sehr interessant. Bin gespannt, wie das dann ab 0 Uhr läuft, wenn die Bands spielen. Das wird wahrscheinlich... Ja, sehr interessant. Recover Print ist angekommen. Hier, hallo, willkommen. Um 6 Uhr spielen die. So, Zufriedenheit. VIP-Leute sind sehr zufrieden. Die haben ja auch hier als einziges Bonus diese Stühle, die sie verwenden dürfen. Der Rest ist für alle offen. Die Bandmitglieder sind sehr neutral eingestellt und irgendjemand hat sich verletzt. Wie? Okay. Wurde schon verarztet? Okay. Die Bandmitglieder finden es nicht ganz so toll. Normale Besucher, naja. Also letztes Mal kam es besser an, da waren wir bei 0,6. Haben wir hier nicht eigentlich eine Putzkraft? Eine Mechaniker, wo sind denn hier die Putzkräfte? Hier, ach so, ich habe die Mechaniker verteilt, aber nicht die Putzkräfte. Ja, das ist schlecht. Macht mal bitte ganz schnell sauber, weil hier ist überall Dreck und Schmutz und es sieht furchtbar aus. Also bitte geht eurer Arbeit nach und ich helfe euch jetzt auch mal, indem ich hier ein bisschen mitputze. Gottes Willen, das sieht ja wild aus. Ist ja alles vollgemüllt. Notfall, ja, wir haben Sanitäter, dann müssen die sich mal drum kümmern. Band begrüßen, hallo. Gut. Okay, die machen es sauber. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Hier hinten, da rennen auch schon welche hin, sehr gut. Hier am Eingang sieht es auch wild aus. Das muss noch irgendwie... Da muss ich, glaube ich, noch jemand zuteilen. Du hier, du gehst mal an den Eingang. Nee, du machst keine Pause. Ich glaube, es geht los. Möchte dich bewegen. Bewege Arbeiter hierhin. Toilettencontainer sind verstopft. Das ging aber sehr schnell, meine Damen und Herren. So ausgepumpt. Schlägerei. Security ist da. Sanitäter. Sind die auf dem Weg? Die sind auch da. Okay, gut. Ich habe die gut verteilt. Denn ich muss hier niemanden irgendwo hinschicken. Die laufen da schon automatisch hin. Sehr gut. Was ist hier los? Verletzt? Was geht eigentlich ab bei denen? Die schlagen sich hier alle und prügeln sich? Oh mein Gott. Was kosten eigentlich Toiletten? Ach, die sind umsonst. Oha. Was ich noch günstiger machen kann, hier die Geldautomaten, weil die sollen ja alle Geld abheben. Um das anderswo auszugeben.
Geschäftseinnahmen 3700. Und da spielt die erste Band auch schon. Auf unserer mittleren Bühne. Ja, super. Jetzt Was ist das eigentlich gerade für ein Soundbug gewesen? Also ich habe es gerade ganz komisch gehört. Ich hoffe, ihr nicht. Aber bei mir klang das gerade grauenhaft. Was ist das hier für einer, der hier so tanzt? Der hatte gerade irgendein Symbol. Von anderen Besuchern attackiert. Jawoll. Sehr schön. Aber man sieht, hier sind schon einige, die hier mitmachen und abgehen. Das ist doch schön. Sogar auf den Zelten springen sie. Sehr schön. Ja, das ist alles ein bisschen aus den Fugen geraten. Also nächstes Mal brauchen wir auf jeden Fall das größere Grundstück, weil so ist das alles echt sehr an der Kapazitätsgrenze. Ist hier irgendwo Schmutz? Nee, ist alles sauber. Auch hinter der Bühne. Wunderbar. Genau, jetzt haben wir eine Stunde Pause, damit die Leute hier nochmal schön Geld ausgeben können. Und was ist eigentlich, um Gottes Willen? Ach, da, hier spielen sogar Bandmitglieder, kann das sein? Bandmitglied? Boah, du musst nachher noch spielen. Ohne zu kotzen. Tanz halt mit, du stehst hier blöd rum, das ist ja grauenhaft. Hier, die hier, wer bist du überhaupt? Mechaniker. Schön, okay. Das ist aber jetzt nicht wirklich Rock, oder? Das ist schon sehr, naja. Ich weiß nicht, ob ich das Rock als Rock bezeichnen würde. Das ist Ansichtssache. Darum soll es gar nicht gehen. Ich muss hier ja nicht die Musik bewerten. Ich muss meinen Kontostand bewerten und der gefällt mir. So, die Zufriedenheit, ja, die ist nicht ganz so hoch. Was sagen die Leute eigentlich? Was haben die für Gedanken? Huch, hallo, hallo, hallo. So. Okay, also hier ganz zu Beginn war es natürlich schmutzig, ganz klar. Da beschweren die sich sehr dreckig, bla 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 bla, sehr dreckig. Ausgezeichnete Qualität. Ja komm, sehr dreckig. Du mich auch. Ist gerade aus dem Bus ausgestiegen, bereitet die Show vor. Sehr dreckig. Super Show, Super Show, Super Show, Super Show. Ja, okay, das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier nochmal eine Stunde Pause. Jetzt kann hier nochmal schön gegessen und getrunken werden. Und mein Gott, also ist ja übel hier. So, da spielt die nächste Band. Und das ist ja auch der Titelsong dieses Spiels. Das ist ja lustig, dass das gar keine so beliebte Band spielt, sondern irgendeine Band mit einer 1,4er Bewertung oder was das ist. Also die sind jetzt nicht sonderlich beliebt, die Leute von der Band, die da gerade spielen. Gut. Lager leer. Oh, das ist gar nicht gut. Wo? Hier. Zack. Genau, jetzt ist nochmal eine Stunde Pause. Jetzt kann hier nochmal schön gesoffen werden. Und dann spielt der Headliner. Dessen Name ich vergessen habe, weil ich mir Namen überhaupt nicht merken kann. Aber der Headliner spielt dann. So viel weiß ich zumindest. Der Headliner spielt gleich. Super Show, Super Show. Sehr schön, das klingt doch gut. Es ist zwar schon hell draußen, aber ist ja egal. Ja, die spielen jetzt 2 Stunden lang, genau. Aber guckt mal, hier sind echt viele Leute, oder? Oh, die prügeln die sich? Nee, das sieht ein bisschen so aus. Boah.
Also, die haben Spaß. Das kann man wohl sagen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall ist oder ob das wirklich so ist, aber bei der beliebtesten Band sind die jetzt am meisten abgegangen. Sehr interessant. Ja, lustig. Okay. Zack, fertig. Oh, jetzt sind alle angepisst. Und alle verletzt. Was habt ihr denn gemacht? Aus Frust, dass die fertig sind, sich erstmal alle zusammenschlagen oder. Oh, was? Da, die sind die tot? Sanitäter auf dem Weg, okay. Oh Gott. Dosenwerfen ist defekt. Wie kann denn Dosenwerfen defekt gehen? Nee, nicht defekt. Wurde schon repariert, okay. Getränke ist defekt. Wie kann Getränke defekt gehen? Aber Mechaniker ist da. Toiletten sind defekt. Die müssen ganz... Okay, sind schon repariert. Gut, die Mechaniker, die sind zum Glück schnell. Ey, warum seid ihr denn alle verletzt? Wird mir erledigt, okay. Teilnehmer berichten... Was steht da? Teilnehmer berichten von etlichen kaputten Gebäuden. Sehr dreckig, sehr dreckig. Ziemliche Party drüben. Sehr dreckig. Ja, Leute, dann macht halt nicht alles... Verschmutzt halt nicht alles, wie die letzten Penner. Also ich sehe hier keinen Schmutz, beim besten Willen. Ich sehe hier keinen Schmutz. Rohre verstopft. Ja, verdammt, jetzt habe ich irgendwas so auspumpen. Ich weiß nicht, was ich gerade angeklickt habe. Lager leer von Getränken. Wo? Welche? Hier. Ja, füllen wir nach. Kann auch ein bisschen vorspulen. Aber cool, was hier alles abgeht. Das war im ersten Jahr nicht so. Also es geht echt rund. Toilettencontainer Lager leer. Klopapier leer oder was kann da großartig leer gehen? Ist verletzt, ja. Machen die Sanitäter schon. Mhm. Ist verletzt. Ey, also, was verletzen die sich denn alle hier? Die spinnen doch. Sehr dreckig, sehr dreckig. Ausgezeichnete Qualität, sehr dreckig. Oh, die Laune, es sinkt so langsam. Und bei den VIP-Besuchern ist die auch nicht gut. Die Bandmitglieder sind glücklich. Ja, die haben ja auch ordentlich Geld gemacht. 0,2. Mhm, okay. Ich glaube, beim nächsten Mal brauchen wir tatsächlich mehr Putzkräfte. Also ich sehe zwar nicht viel Schmutz, aber die beschweren sich ja alle, dass alles dreckig ist. Vielleicht auch mehr Mülleimer. Wir haben nur den einen Mülleimer hier. Vielleicht nicht so viel. Auch nicht so sauber gerade. Ja. Ist verstopft. Macht das ein Mechaniker? Ach, muss ich selbst machen. Okay. Also das halbe, die Hälfte der Besucher steht aber hier auch vor den Toiletten. Was ist denn da? Also, ist das Essen irgendwie nicht gut oder was geht denn da drin ab? Ist ja irre. Was stehen hier für Getränkedosen? Das sieht auch sehr asozial aus. Soll das so sein? Offenbar. Sieht aber wirklich sehr asozial aus. Die schmeißen da immer noch mehr hin. Was seid denn ihr für welche? Du warst dabei. Wer bist du? Laila Diaz. Halt, 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 halt. Was kann ich hier einstellen? Zufriedenheit. Ach, konnte Unterhaltung nicht erfüllen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon öfter gelesen. Geld? Ja, okay. Der muss noch ein bisschen voller werden. Ein bisschen betrunkener. Noch ein bisschen Geld. 30 Euro. Sagst du? Wer bist du? Normaler Tagesbesucher. Halbwegs zufrieden. Überhaupt nicht betrunken. Das ist aber nicht in Ordnung. Erholung nicht erfüllen. Hunger nicht erfüllen. Dusche nicht erfüllen. Ja komm. Kannst dich auch anstellen. Och nö, Toiletten schon wieder verstopft. So, Essen. Ja, Essen brauchen wir dann doch schon. Zack. Auch wenn das Festival gleich vorbei ist, muss ja nicht sein. Es ist in einer Stunde Abreisetag. Aber bis dahin wird noch fleißig gegessen. Wie sieht es denn hier finanziell aus? Sehr schöner Profit, sehr gut. Alkoholische Getränke, ja, müssen wir nachfüllen. Auch sehr guter Profit. Sehr, sehr guter Profit. Und auch guter Profit hier.
Schöner Profit. Hier nicht ganz so viel bei dem. Was ist das? Dosenwerfen. Okay, also Dosenwerfen kommt wohl nicht ganz so gut an. Und hier auch guter Profit. Okay. Essen macht der Mechaniker. Genau. Ja, wir haben richtig guten Gewinn gemacht. Das muss man ja wohl mal anmerken. Also finanziell war das Festival hier ein voller Erfolg. Ja, Zufriedenheit, okay, kam bei den Besuchern nicht so gut an. Haben die Putzpersonal? Mein Gott, kaputte Gebäude. Immer mehr Berichte über unzufriedene Besucher am Tigerfest. Wir schauen uns das an. Nö, ihr schaut euch gar nichts an. So, die Sonne geht wieder auf. Es wird so langsam Tag. Und das zweite Tigerfest nähert sich dem Ende so langsam. Ein paar vereinzelte Leute, die hier noch Fußball spielen, indem sie Saltos machen oder wie auch immer das funktioniert. Darts ist leer. Nö. Ich glaube, wir schließen jetzt das Festival, weil hier passiert eh nichts mehr. Und Darts werde ich jetzt nicht nachfüllen. Zack. Und geschlossen. Tigerfest ist beendet. Achso, ja, Freundesliste. Ich bin auf Platz 1433. Und in Sylge-Sarik auf Platz 809. Immerhin. So, Display war bei 0. Sehr gut. Okay, plus 2 Punkte bei den Sponsoren, plus 10, ein bisschen Ansehen verbessert, Popularität verbessert, Band ist zufrieden, alle sind zufrieden, sehr schön. Bands plus 5 beim Ansehen, okay, Firmenvermögen deutlich gestiegen. Okay. Was für eine Saison! Die 2023er-Saison ist vorbei und brachte einige Ereignisse mit sich. Es ist Zeit, einen Blick darauf zu werfen. Das ist definitiv das schlechteste Album von Marriage. Was für ein Haufen. In aller Ernsthaftigkeit, warum wurde dieses Album von Marriage überhaupt veröffentlicht? Die sind deutlich günstiger geworden, aber auch in der Popularität gesunken. Okay, krass. Was haben die denn gemacht? Ja, vielleicht buchen wir die nächstes Jahr. Wenn die jetzt so günstig sind. Silversurt Wonders Sänger ist einem Kult beigetreten. Sie haben bestimmt von den berüchtigten Gemeinschaften in den Bergen Kaliforniens gehört, vermutlich in einer Dokumentation über Serienmörder. Neuesten Berichten zufolge ist Silversurt Wonders Sänger nun genau so einer Gemeinschaft beigetreten. Der Star selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Uiuiui, die verlieren auch unglaublich viel Popularität. Enorm erfolgreiche Tournee von Heartfire. Die diesjährige Sommertournee durch Osteuropa war für Heartfire ein großer Erfolg. Es konnten etliche neue Fans dazugewonnen werden, wie die Managerin bestätigt. Ja, es sind teurer geworden, aber auch mega populär. Heartfire, okay. Ja, das ist aber. Finanziell könnten wir uns die sogar fast leisten, aber die werden wahrscheinlich eine große Bühne haben wollen und was weiß ich alles an. Extra Räumen und Pipapo und naja, weiß ich nicht, was es brauchen. Gericht bestätigt, Bank Consultancy hat alle Steuern bezahlt. Es ist wie Weihnachten, lacht CFO von Bank Consultancy. Das Handelsgericht hat bestätigt, dass das Unternehmen alle nötigen Steuern bezahlt hat und dass die Offshore-Firma in den Bahamas legal sei. Die rückerstattete Summe soll laut CFO nun in das Sponsoring von Events fließen. Es verbessert unsere Beziehung zu denen und die Qualität von denen. Ich meine aber von Bank Consultancy, da hatten wir nie einen Sponsor-Deal, oder? Das war irgendeine andere Bank, glaube ich, die wir da als Sponsor hatten. Weiß es aber nicht auswendig. Real Drinks neuer CEO Tanner Garvis hasst Musik. Uiuiui. Was ist das für ein Müll? Fragte Gunnar Tavares angeblich mit 3 Monaten,
Als sie, ach, ich dachte, das wäre ein Typ, als sie das erste Mal in ihrem Leben Musik hörte. Mit der Einstellung von Gunnar Tavares als neuer CEO von Real Drinks dürften Festival-Sponsorings wohl eher dem Ende zugehen. Ich glaube, die hatten wir die dieses Jahr als Sponsor? Ich glaube nämlich schon. Aber gut, das war dann wohl auch das letzte Mal, wenn Gunnar Tavares Musik hasst. Sehr krass. Salton Drinks hat alle Steuern bezahlt. Ja, den Text hatten wir gerade schon. Verbessert die Beziehung stark, erhöht die Sponsorenqualität auch ziemlich. Interessant, Sultan Drinks, die hatten wir, glaube ich, auch als Sponsor. Schön. Verspekuliert. Link Drinks verliert fast gesamtes Kapital. Die Risiken waren bekannt. Link Drinks investierte 93% des Kapitals in Kryptowährung und verlor annähernd die gesamte Anlage. Ob und wie viel Linkdrinks nun noch für Festival-Sponsoring ausgeben wird, sei laut eines Insiders ungewiss. Haben aber nur ganz wenig Qualität verloren. Gut, jetzt könnt ihr noch Optionen wählen für die Band Authentic Purpose. Entweder Beziehung verschlechtern oder Popularität stark erhöhen. Popularität steigt so oder so, aber die wollen dann eine größere Bühne. Ja, Beziehung ist schon wichtig. Ich mach mal das hier. Triff eine Wahl für die Band The Burnt Description. Beziehung deutlich schlechter, Preis deutlich geringer, Beziehung verbessert, Preis deutlich höher. Und schlechte Beziehungen, aber dafür sind die günstig. Ganz klar. Schön. Ja, ich hoffe, das steigt jetzt jedes Jahr so. in dem Umfang. Also, letztes Jahr sehr schönen Gewinn gemacht. Damit kann man zufrieden sein. Alles in einem erfolgreiches Fest gehabt, würde ich mal sagen. Ich glaube, man kann die Statistiken gar nicht mehr anschauen. Ja, hier höchstens ein bisschen Gewinn. Ah, Festivalbewertung. Nur zeigt er mir trotzdem nicht an. So, bessere Bewertung gewesen. Ja, natürlich Einnahmen deutlich höher. Musikbewertung höher. Genrebewertung gleich, klar. Ja, also ich glaube, alles in allem kann man damit sehr zufrieden sein, wie das letztes Jahr lief. Trotz der Schwierigkeiten mit dem Aufbau. Also ich denke, beim nächsten Mal werden wir ein anderes Grundstück nehmen, weil das jetzt echt alles sehr an der Kapazitätsgrenze war. Aber darum kümmern wir uns im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dieses Projekt unterstützt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Festival Tycoon. Bis dahin, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ciao.